Das Casa del Taco gibt es schon seit rund 10 Jahren in Cuxhaven. Im traditionsreichen Lotsenviertel hat sich Chefkoch Holger Bause anspruchsvolle mexikanische Küche auf die Fahne geschrieben. Viele Mexikaner tendieren immer Richtung Cocktails, Corona etc. und eigentlich relativ einfaches Essen. Aber da wir eben halt Koch gelernt haben und eigentlich gerne gut kochen, heben wir uns ein bisschen von den mexikanischen Restaurants ab. Natürlich gibt's an der reichhaltig bestückten Bar auch mexikanisches Bier und hochprozentiges. Wem das zu experimentell ist, dem zapfen die netten Bedienungen aber auch gerne einen Pilz. Aus einer Vielfalt von Zutaten, die Holger Bause zum Teil direkt aus Mexiko bezieht, bereitet er das Highlight des Casa zu. Absolut, der Renner ist die Enchilada Mezcal, das ist eine Enchilada-Rolle, entweder in klein oder in groß. Eingerichtet mit frischem Blattsalat in der Saison, mit leichtem marinierten Dressing, dazu verschiedene Dips. Und die Füllung besteht aus Schweinefilet, ein bisschen Hähnchenbrust dabei, Champignons, Mais und das Ganze ein bisschen in den Rahmen gekocht. Es wird gerollt, das wird ein bisschen mit Cheddar Cream überbacken, das Ganze. Die Preise für ein Hauptgericht liegen zwischen 5,50 Euro und 20 Euro. Das Casa del Taco befindet sich im Alten Deichweg im Hotel Stadt Cuxhaven und ist montags bis samstags ab 18 Uhr geöffnet. Mehr Informationen, wie zum Beispiel die aktuelle Happy Hour und Speisekarte, finden Sie auch im Internet.